Tja, die einen gehen baden, die anderen auf die Jagd. Da hat jeder so seine Traditionen zum Jahreswechsel. Im Kreis Pinneberg gehen die Jäger traditionell Silvester auf Krähenjagd. Dabei bejagen sie ausschließlich Rabenkrähen. Davon gibt es nämlich mittlerweile zu viele. Die richten zum einen in der Landwirtschaft große Schäden an und zum anderen machen sie auch anderen Vögeln das Leben schwer. Und weil Rabenkrähen sehr intelligente Tiere sind, müssen die Jäger sich gut vorbereiten, um auch tatsächlich zum Schuss zu kommen. Er will die letzte dunkle Stunde am frühen Morgen nutzen. Noch bevor es richtig hell wird, muss sich Christian Schadendorf gut vorbereiten. Auf die Jagd nach einem schwierigen Gegner. Wir wollen heute versuchen, ein paar Rabenkrähen zu erlegen. Im Frühjahr, wenn die Brutzeit ist und die Vögel Nester gebaut haben und Eier gelegt haben und brüten, die erkennen das, jagen die brütenden Vögel vom Nest und rauben das Nest aus, also nehmen die Eier auf. Also sie nehmen auch gerne Jungvögel, sogar bis zu Junghasen. Während die Rabenkrähen jetzt noch schlafen, machen 11 weitere Jäger im Kreis Pinneberg gerade das Gleiche wie Christian Schadendorf im Revier Ellerbeek. Einen sogenannten Tarnschirm aufbauen. Das ist notwendig, weil die Krähen sehr scharfäugig sind. Man sagt, die Krähe hat auf jeder Feder ein Auge. Und deswegen muss man sich sehr gut verstecken und sehr gut tarnen. Ein Netz allein reicht noch nicht. Christian Schadendorf geht mit einem zweiten auf Nummer sicher. Auch ein sogenanntes Lockbild baut er auf dem Feld auf. Viel Aufwand für die Hoffnung darauf, dass eine Rabenkrähe ihm auf den Leim geht. Ich stelle nicht nur Krähen auf, sondern ich stelle auch ein paar Tauben dazu. Ein paar Locktauben. Tauben sind nicht ganz so intelligent wie Krähen. Und wenn die Tauben auch kommen, dann fühlen sich die Krähen, wenn sie das beobachten, sicherer. Die Krähen sollen glauben, dass es hier eine Futterquelle gibt. Auch sich selbst muss Christian Schadendorf maximal unsichtbar machen. Nichts darf glänzen oder blinken. Auch Farben, die nicht in der Natur vorkommen, sind für Rabenkrähen sofort eine Warnung. Vor 13 Jahren war die Population der Rabenkrähen im Kreis Pinneberg stark angestiegen. Damals gab es mehr als 2100 Brutpaare. Ihre Lebensbedingungen durch Landwirtschaft und Besiedlung optimal. Gleichzeitig zählten die Jäger immer weniger Elstern und andere Singvögel. Wir schießen keine Saatkrähen, wir schießen keine Dohlen und keine Nebelkrähen, sondern nur Rabenkrähen. Heute hat er gar kein Glück. Selbst die Lockrufe nutzen nichts. Wie es auf der Yacht manchmal ist. Es wird immer nebliger. Ich glaube, dass das am Wetter liegt, dass sie nicht in Bewegung sind. Andere hatten etwas mehr Erfolg. Die Krähen sind leider nicht gut geflogen. Deswegen ist die Strecke eher bescheiden ausgefallen. Und trotzdem, dadurch, dass Christian Schadendorf und die anderen seit über 10 Jahren die Rabenvögel jagen, ist die Population um 900 Paare zurückgegangen. Gleichzeitig konnten sich Lerchen, Fasane, Elstern und andere Vogelbestände wieder etwas erholen.